leider stirbt jetzt der Cheerleader. Das ist schade, das ist unheimlich schade. Ah ja, der Lich. Sieh mal einer an. So, er hat einen Flieger. Die hier wird angreifen, wird sich unter Umständen heilen. Unter Umständen, muss ich natürlich sagen. Ich nehme den Nekromanten. Ist das eine gute Idee? Nee, nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Ist mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Gut, leider Gottes hat mein Vampirkind seinen Schaden nicht machen können und wird bald das Problem haben, sterben zu müssen. Ich stehe gerade vor einer sehr schweren Entscheidung. Ehrlich gesagt, erhöhe die Wut einer deiner Kreaturen um 3. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, sie hat sich geheilt. Das ist schon mal ein Hoffnungsschimmer. Die ist weg. Die ist auch weg. Okay, ich habe es definitiv richtig gemacht, auch wenn er schon wieder einen zweiten Flieger draußen hat. Es ist erstmal egal. So, mein Nekromant muss raus. Falls irgendwas schief läuft, müssen die gespawnten Skelette überzeugen. Okay. Neue Karte erhalten, degenerierter Werwolf. Damit hätten wir diese Quest abgeschlossen. Und wir haben ein bisschen was an Blutperlen. Ich würde aber sagen, ich mache erstmal weiter. Biron, was kriegt's denn hier? Ignoriert Zähigkeit. Erhöht die Wut, diese Kreatur gegen gegnerische Kreaturen zu verwandeln, Korruption um 1. Lebensschutz verringert den erlittenen Schaden von Korrupten der Totengräber. Der Totengräber ist eigentlich auch eine Kreatur, die ich sehr gerne mag. Ich spiele jetzt mal die erste Runde, ich will mal gucken, mit was er mir entgegnet. Kann die Wut einer deiner Kreaturen... Achso. Okay, Untode. Oh, yeah. Zweimal Vampirkinder. Ihr dürft dreimal raten, was ich legen werde. So, vor allem sind sie wesentlich schneller ready als sein, was ist das? Irgendwas mit bla bla. Zombie-Diener. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder vergesse. So, macht allerdings 4 Schaden. Das ist ein Problem. Das ist sogar ein sehr großes Problem. Oh. Moment, was? Er bekommt in Summe halt auch nur einen Schaden. Da er bei 5 Leben angefangen hat, gegen gegnerische Kreaturen, die bestialisch sind. Gut, er macht 4 Schaden weiterhin. Das ist dann erstmal wurscht. Alter, das ist heftig. Das heißt, ich muss ebenfalls den Zombie-Diener rauslegen, nur falls meine beiden Vampirkinder sterben sollten. Puh. Scheiß die wandern. Ich nehme den Zündler. Ja, sie hat sich geheilt, bringt leider Gottes nichts. Das erste Vampirkind wird leider Gottes trotzdem sterben. Ich kann es nicht verhindern. So, Skelettberserker. Dafür wird die zweite nicht sterben, insofern, naja. So, Gletscherschlag. Der da. Und zapp. Weg damit. Sehr schön. 2 Kreaturen sind weg. Die Spinne macht's auch nicht mehr lange. Der Zombie-Diener wird nicht ready werden, bevor er stirbt. Gut, wir haben es richtig gemacht. Wir haben es richtig gemacht. Zumindest mal mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, muss man ja auch immer sagen. So, Spinnchen weg. Und was ist das denn hier Schönes? Irgendeine Untotenfrau, irgendeine Untotenschamane oder sowas. Giftiger Ghoul. Vergiftet den Feind und hat Lebensdiebstahl. Ja, ist auch nett. So, wie viel Untote haben wir draußen? Dann würde ich sagen, den Leech. Anschließend machen wir den Leech ready. Wenn es überhaupt noch großartig dazu kommt, denn es geht gerade übelst gegen ihn selbst. So, Leech ready. Heilt zukünftig alle meine Kreaturen.
sofern sie unter uns sind, und Schaden bekommen haben. Aber er kriegt gerade übelst Schaden reingeknallt. Von daher denke ich, dass es ohnehin nicht mehr allzu lange macht. So, der degenerierte Werwolf. Ach komm, scheiß drauf. Einfach Schaden raus. Das war's ohnehin. Er hat keine Kreatur draußen liegen. Was erwartest du? So. Ah ja, alles klar. Na gut, dann beginnen wir mit dem Werwolf. Boxen wir ihm die gleich weg oder heben wir sie auf? Ich würde sagen, wir heben sie auf. So, mein Vampirkind, sehr schön, dass du auch mit dabei bist. Ich hoffe, deine Schwester kommt auch. Das ist ja eine deiner Schwestern, würde mir schon genügen. Riesenratten. Ja, schon. Aber erstmal den Ghoul, würde ich sagen. Ich weiß, die Ghule kommen wieder zurück. Ist mir nichts Neues. So, Spinnchen. Spinne gegen Spinne. Oder doch erstmal die Riesenratten. Ja. Machen wir die Riesenratten. Haben wir zwei Einheiten mehr draußen, beziehungsweise je nachdem, was er jetzt gleich legen wird. Die stirbt und die stirbt leider nicht. Noch nicht zumindest. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er es tatsächlich schafft, irgendwann über mein Vampirkind rauszukommen. Ich hoffe natürlich nicht. So, wir teilen erstmal schönen Schaden aus mit dem Gletscherschlag. So, sehr schön, sehr schön. Zwei Spinnen. So, der hier wird angreifen und die töten. Dann kann ich eigentlich mal bis zur nächsten Runde warten. Beziehungsweise ich lege mal den Lauern der Schatten. Böse. Es tut mir echt leid für ihn. Es tut mir echt leid, Baron. Aber es muss so sein. Schaden, ja. Frage, Chaosberührung würde ich eigentlich machen, weil so fände ich wenigstens... Okay, der war nice. Oh. Ja, gegen bestialisch. Das sind sie aber nicht. So, ja, ein bisschen Feuerschaden darf auch sein. Nett. Schade. Ah, hab mich mal in der Eile verlesen. Komm, wir hauen ihm den weg, dann kriegt unser Vampirkind auch mal die Chance, wollte ich gerade sagen, aber er kommt ja wieder zurück vom Friedhof, leider Gottes. Na gut. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal in einer noch... warte mal, ich bin gleich Level 5, ne? Deswegen hätte ich gesagt, wir machen mal noch ein Match. Wenn es reicht bis Level 5, dann würde ich prinzipiell sagen, ja, ich mache den höchsten Schwierigkeitsgrad von der ersten Region. Ich beginne zumindest mal da damit. Ich werde zwar wahrscheinlich übelst auf die Fresse kriegen, aber probieren geht über studieren. So, die sind geisterhaft, die bringt's mir nichts, wenn ich so ein Leech rauslege. Dann kommen eben die beiden Zündler. Soll mir auch recht sein. Den da. Ist schön. Zweimal der Lauer der Nacht und zwei Zündler. Ist toll. So. Was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wir sollten langsam, aber sicher mal mit den Untoten anfangen. Oder ich verteile meinen Buff. Ich nehme mal meinen Buff. Ein bisschen mehr Schaden darf sein. Damit stirbt nämlich auch der Ghoul hier. Was ich ganz besonders toll finde. Sehr schön. Ja, er musste, also ein Lauern der Schatten, ein Lauern der Nacht, musste er mir ja nehmen. War ja klar. Sonst hat er irgendwie das Gefühl, scheinbar zu wenig Penis zu haben. Ich weiß es nicht, aber okay.
So, da kommt sein Zombie-Diener, der wird mir ein bisschen zu schaffen machen.